Hast du im Ausland Umsatzsteuer gezahlt und fragst dich jetzt, ob du dir diese Steuer irgendwie wiederholen kannst? Wenn ja, dann ist das Video genau das, was du gesucht hast, denn die Antwort bekommst du in den nächsten Minuten. Hi, mein Name ist Melcher von der Conto Steuerberatung und grundsätzlich funktioniert das deutsche Umsatzsteuersystem ja so, dass du die Umsatzsteuer, die du an deine Lieferanten und Dienstleister und so weiter gezahlt hast, dass du dir die Steuer vom Finanzamt wiederholen kannst. Das heißt, das Finanzamt erstattet dir das Geld. Oder du kannst diese Umsatzsteuer verrechnen mit der Umsatzsteuer, die du von deinen Kunden bekommen hast. Das heißt, du kannst die Vorsteuer von der Umsatzsteuer abziehen und musst dann nur die Differenz zahlen oder bekommst sogar eine Erstattung. Zu diesem Thema, also Vorsteuerabzug und wie das funktioniert, dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Schau da gerne mal vorbei, wenn du nicht genau weißt, wie das generell in Deutschland funktioniert. Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang aber immer stellt, ist, was ist eigentlich mit der ausländischen Umsatzsteuer? Wenn du zum Beispiel an der deutsch-österreichischen Grenze unterwegs bist und in Österreich tanken fährst, weil es da günstiger ist, von mir aus auch in Polen oder Dänemark oder Frankreich oder ganz woanders, oder wenn du eine Geschäftsreise machst in Spanien und da das Hotel bezahlst oder einen Geschäftstermin hast und Bewirtungskosten hast, dann hast du ja auf der Tankquittung und auf der Hotelrechnung und auch auf der Bewirtungskosten vom Restaurant Umsatzsteuer ausgewiesen. Allerdings keine deutsche Umsatzsteuer. Und die Frage ist, kannst du dir diese Steuer im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung wiederholen? Die Antwort ist leider nicht. Aber es gibt ein anderes Verfahren und das heißt Vorsteuervergütungsverfahren. Und mit diesem Verfahren kannst du dir tatsächlich ausländische Umsatzsteuer wiederholen. Wie das genau geht, schauen wir uns jetzt an. Grundsätzlich kannst du dir in fast allen Ländern die Umsatzsteuer wiederholen. Das Ganze ist aber relativ aufwendig, wenn es um Drittländer geht. Also Drittländer sind Länder außerhalb der EU. Dann musst du dich nämlich in den allermeisten Fällen zumindest an dieses Land wenden. Also wenn du Umsatzsteuer oder irgendwas Ähnliches in China gezahlt hast, musst du dich halt an den chinesischen Staat wenden und dich dann darum kümmern, wahrscheinlich sogar in Landessprache, was ziemlich aufwendig ist. Innerhalb der EU ist das deutlich einfacher. Da gibt es nämlich das schon erwähnte Vorsteuervergütungsverfahren. Den Antrag auf Erstattung der Vorsteuer stellst du ausschließlich über das Online-Portal vom Bundeszentralamt für Steuern. Das heißt BOP. BOP steht für Bundeszentralamt für Steuern Online-Portal. Den Link zu diesem Online-Portal findest du einmal unten in der Videobeschreibung. Da brauchst du einen Zugangscode und ein Zertifikat. Das sind übrigens die gleichen Zugangsdaten wie bei Elster Online auch. Das sieht auch in der Optik ziemlich ähnlich aus. Das heißt, du kannst da die gleichen Zugangsdaten verwenden. Wie du dich registrieren kannst und so ein Zertifikat bekommen kannst, habe ich dir auch schon mal in einem Tutorial Schritt für Schritt erklärt. Ich verlinke dir das Tutorial einmal oben rechts. Dann kannst du da diese Anträge stellen. Wichtig ist allerdings, der Betrag muss über 50 Euro liegen. Unter 50 Euro lohnt sich die Arbeit für dich rein zeitaufwandmäßig in der Regel nicht, aber du kannst den Antrag auch gar nicht stellen. Und dann solltest du auch all die Rechnungen, für die du quasi die Erstattung haben möchtest, solltest du parat haben. Denn grundsätzlich musst du alle Rechnungen über 1000 Euro auch hochladen. Bei Tankquittungen gilt sogar die Grenze von 250 Euro. Du solltest bei diesem ganzen Antrag auch wirklich sorgfältig sein. Denn wenn irgendwelche Angaben fehlen oder Rechnungen fehlen, dann wird dein Antrag einfach abgelehnt. Und die Bearbeitungszeit dieses Antrags ist manchmal relativ lang und dann musst du einfach alles von vorne machen, was super nervig ist und das Ganze erheblich verzögern kann. Außerdem ist noch wichtig, dass du für jedes Land, aus dem du Vorsteuer wiederbekommen möchtest, einen einzelnen Antrag stellen musst. Das heißt, wenn du in einem Kalenderjahr in 5 Ländern Vorsteuer gezahlt hast und aus diesen 5 Ländern jetzt die Vorsteuerbeträge bekommen möchtest, dann musst du auch wirklich 5 Anträge stellen. Einen wichtigen Punkt, den du noch über das Vorsteuervergütungsverfahren wissen solltest, ist die Deadline. Die Deadline ist immer der 30.09. des Folgejahres. Die Vorsteuerbeträge für 2022 kannst du nur noch beantragen, also die Vergütung, bis zum 30.09.2023. Und das ist auch wirklich eine harte Deadline. Da gibt es keine Fristverlängerungen. Und auch wenn noch ein offener Antrag da ist, der wird dann abgelehnt. Du kannst ab dem 1.10. des Folgejahres keinen Antrag mehr stellen. Und diese Vorsteuerbeträge sind dann für dich verloren. Und diese ganzen Prozesse sind auch relativ langwierig. Das heißt, das Bundeszentralamt für Steuern braucht bis zu 4 Monate, um diesen Antrag zu bearbeiten. Gerade deswegen ist es so wichtig, dass du das relativ zeitnah machst und vollständig machst. Es ist super ärgerlich, nach 4 Monaten dann zu erfahren, dass es das Geld nicht gibt und dann ist die Deadline schon vorbei. Deswegen in diesem Fall wirklich sehr, sehr gründlich arbeiten. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich deine Fragen zum Vorsteuervergütungsverfahren beantworten. Wenn nicht, oder ich vielleicht durch dieses Video weitere Fragen provoziert oder produziert habe, dann findest du
unter diesem Video im Kommentarbereich, der nur auf deine Frage wartet. Wenn du dir jetzt aber denkst, ich möchte nicht in Kommentarbereichen meine Fragen stellen, ich will einen Steuerberater haben, den ich einfach anrufen kann oder wo ich in einer App eine Chatnachricht schreiben kann, muss ich dir sagen, wir, die Kontist Steuerberatung, uns kannst du jederzeit erreichen, zum Beispiel über die Kontist App, und wir nehmen sehr gerne auch neue Mandanten, insbesondere Freiberufler und Selbstständige, denn auf die haben wir uns spezialisiert. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, verlinke ich dir einmal hier so. Schau aber auch gerne unsere weiteren Videos auf diesem Kanal erstmal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.